Wir haben zwei neue, junge Jäger über soziale Medien kontaktiert. Einen Tag lang werden wir sie begleiten. Im Netz präsentieren sie sich stolz und stellen ihre Passion offen zur Schau. Tierschützer kritisieren sie dafür scharf. Eine Annäherung an ein kontroverses Hobby. 10 Uhr morgens, ein Waldstück in Hessen. Lina, 24 Jahre, und Rollo, 34, machen sich bereit. Beide haben ihre eigenen Gewehre dabei, die sie ganz routiniert für die Jagd vorbereiten. Meine heißt Ingrid. Klingt ein bisschen komisch, aber ja, ist so ein bisschen eine Hommage an meine Großmutter. Macht sehr viel mit, die Waffe, und das ist, macht sehr viel Spaß damit, mit ihr zu jagen. Spaß beim Schießen auf Tiere also. Unsere erste Frage lautet deshalb: Seid ihr eigentlich Waffennarren oder wollt ihr nur rumballern? Für mich ist eine Waffe jetzt kein Prestigeobjekt. Das ist für mich rein Mittel zum Zweck und ein Handwerksgegenstand. Ich weiß halt, was ich mit der Waffe anrichten kann. Weil in dem Moment, wo eine Sau mit 80 Kilo umfällt, fällt auch ein Mensch mit 80 Kilo um. Aber nein, waffennah ist, glaube ich, der wenigste Jäger. Lina und Rollo sind Freizeitjäger. Während Berufsjäger bezahlt werden, geben die beiden Geld aus, um ihrem Hobby nachgehen zu dürfen. In Deutschland ist das nur in dafür vorgesehenen Revieren erlaubt. Rollo hat ein eigenes gepachtet. Als seine Bekannte darf auch Lina hier Tiere schießen. Frage 2. Töten und Naturerlebnis. Ist das kein Widerspruch? Nee, überhaupt gar nicht. Weil Jagd ist reines Naturerlebnis. Ich schätze die Natur und ja, abschalten, meistens keinen Empfang haben, sensationell. Ruhe pur. Das Smartphone ist trotzdem dabei. Bevor es losgeht, noch ein Foto für den Social-Media-Auftritt. Für die neue Generation der Internetjäger gehört das Posieren fürs Netz dazu. Auf ihren Profilen finden wir auch Bilder, auf denen sie mit erlegten Tieren zu sehen sind. Fotos mit toten Tieren, darauf bist du stolz. Ja, es ist in Zeiten von Social Media ist es einfach so, dass alle, die ein Hobby ausüben, das auch der restlichen Welt zeigen wollen. Das hat nichts mit Stolz von Seiten des Jägers zu tun, sondern dass der Jäger einfach sein Handwerk zeigt. Wir müssen es nicht schönreden, das Töten gehört bei der Jagd ja mit dazu. Es geht los. Nach etwa einer Stunde Suche entdecken die beiden eine Spur. Vermutlich ein Wildschwein. Vor allem hatten ihren Rüssel in ihre Schnauze rein und schmeißen sie richtig um. Im Schnitt dauert die Ausbildung für den Jagdschein ein halbes Jahr und kostet 2.500 Euro. Erst dann hat man die Erlaubnis zu jagen. Frage 3. Magst du keine Tiere? Ich liebe Tiere. Und genau deshalb gehe ich auf die Jagd. Ich liebe Tiere über alles. Ich persönlich habe schon öfters Wildschweine großgezogen, habe die im Alter von schätzungsweise 4 Wochen bekommen und habe die großgezogen und abgegeben in Tierparks oder. Weil wir so, also Wildtiere, die einmal in Menschenhand sind und aufgezogen werden, dürfen nicht mehr ausgewildert werden. Lina und Rollo stehen für einen Trend in Deutschland. Jagen ist so beliebt wie lange nicht mehr. Inzwischen gibt es über 1,8 Millionen Freizeitjäger. Jedes Jahr kommen ca. 15.000 hinzu. Tierschutzorganisationen schlagen Alarm. Laut ihnen ist Jagen weder zeitgemäß noch nötig, um Wildbestände zu regulieren. Wie argumentieren Lina und Rollo? Frage 4. Warum muss man 2019 überhaupt noch jagen? Die Frage bekomme ich als Jägerin echt häufig gestellt, weil viele Leute denken, das Wild reguliert sich von alleine. Dem ist aber nicht so. Wir sind einfach nicht mehr in einer Zeit, wo unser Wild einen riesen Feind hat. Und demnach kann sich auch dieser Wildbestand meiner Meinung nach nicht selbst regulieren. Und durch eine Bejagung sichern wir eigentlich einen natürlichen und gesunden Bestand der Arten, die wir bejagen dürfen. Die Folgen unkontrollierter Bestände wären laut Jagdbefürwortern verheerend. Krankheiten, Überpopulation, beschädigte Flora. Unsinn, protestieren Gegner. Sie sind überzeugt, dass sich das Ökosystem Wald selbst regulieren kann. Beide berufen sich auf Studien. Fakt ist aber, ihr tötet.
Gibt euch das ein Gefühl von Macht? Macht? Nee, Macht habe ich noch nie gespürt. Stolz. Aber einfach stolz, ja, dass ich der Natur irgendwie helfen kann. Man hat auch vor dem Schuss dermaßen viel Respekt davor, dass das Tier das Leben zu nehmen. Und man überlegt nicht nur einmal, man beobachtet das Tier ja und man, also es Macht ist es überhaupt nicht. Null. Nein. Macht ist es überhaupt nicht. 14 Uhr. Bislang hatten sie keinen Erfolg. Sie beschließen es, in der Dunkelheit nochmal zu versuchen. Zu Gast in Linas Wohnung entdecken wir überall Jäger-Devotionalien. Uns interessiert, warum hängen sich Jäger Tierköpfe an die Wand? Es sind keine Tierköpfe bei uns, sondern wir nennen es Trophäen. Aber ich finde auch Trophäen, das klingt immer so, wie wenn man ja, da total geil drauf wäre, sich die Wände voll zu tackern mit toten Tieren. Fakt ist einfach, dass es wahnsinnig schöne Erinnerungen an Erlebtes ist. Ne? Also das war mein erster Bock, den ich geschossen habe. Und ich bin runter und bin an das Stück und habe echt angefangen zu weinen und stand da eine Viertelstunde lang und habe überlegt, was ich da angerichtet habe. Ja. War eigentlich gar nicht so schön. Weil mir da das erste Mal wirklich bewusst wurde, was ich mit der Waffe anstellen kann. Warum ist sie trotzdem dabei geblieben? Lina begründet das erneut mit der Überzeugung, die Natur so zu schützen. Sie bereitet selbst erlegtes Fleisch zu. Wildschwein, Wurst und Reh. Es ist jetzt nicht so, dass ich in den Supermarkt gehe und dann frisches Fleisch habe, sondern ich habe halt immer was Eingefrorenes. Also ich habe es jetzt wirklich ein paar Tage vorher erlegt und sage, okay, ich lasse es draußen und verwerte es gleich oder verarbeite es gleich. Genau, ansonsten hat man eben den Gefrierschrank voll. Das, was du da gleich isst, hast du sterben sehen. Fällt dir das nicht schwer? Früher war es so, dass jeder wusste, das Schnitzel, was bei mir auf dem Teller liegt, das stand vorher 50 Meter weiter im Stall und hatte gelebt. Und heute gehe ich halt an die Tiefkühltruhe bei Aldi oder Lidl und hole es mir halt raus. Das heißt, ich habe den Bezug gar nicht mehr zu dem lebenden Tier. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum viele so ein Problem damit haben. Also ich kann einfach mit gutem Gewissen dieses Fleisch essen, weil ich halt einfach weiß, wie es vorher rumgesprungen ist, auch wenn es jetzt makaber klingt. Lina gehört zu einer neuen Generation von weiblichen Jägern. Auch das ein Trend. Inzwischen wird jeder vierte Jagdschein in Deutschland von einer Frau gemacht. Was steckt dahinter? Ich glaube nicht, dass es was mit selbst, also dass man sich selbst was beweisen will, zu tun hat. Nee, das glaube ich auch nicht. Im Gegenteil, sondern wirklich dieser Nachhaltigkeitsgedanke. Und gerade bei Frauen fühlen ja eigentlich ja, mehr Empathie, fühlen mehr mit, auch bei Tieren. Und so wie ich auch schon gesagt habe, der Aspekt einfach, dass ich weiß, dem Tier ging es jahrelang gut. Ne? Und das Tier hat ein mega geiles Leben gehabt und das Tier ist schnell gestorben. Und ein großer Punkt ist aber auch, und das würde ich gar nicht nur auf Frauen beziehen, sondern generell auf junge Leute, dass einfach die heutige Welt super schnelllebig ist und man da in eine ganz andere Welt eintaucht, total entschleunigt und eben diese Naturverbundenheit. Und die wird natürlich gerade für Städter immer attraktiver. 21 Uhr. Die Dämmerung ist da. Lina und Rollo rücken wie geplant nochmal aus. Nachts sind vor allem Rehe und Wildschweine aktiv. Sie legen sich auf einem Hochsitz auf die Lauer. Wenn etwas Geeignetes vor die Linse kommt, drücken sie ab. Frage 10. Was fühlst du eigentlich dabei? Also du denkst vorm Schuss ganz viel und während dem Schuss fühlst du nichts und denkst auch nichts. Weil du einfach, ja, du brauchst die volle Konzentration, um den Schuss so zu platzieren, dass wir dem Tier keine Qual zufügen und das Tier den Schuss nicht mehr mitbekommt. Deswegen. Der perfekte Schuss. Ja, deswegen fühlst du nichts. Kurz vor Mitternacht brechen sie ihre Zelte ab. Wir sind ein wenig erleichtert und erwarten Enttäuschung bei den jungen Jägern. Überraschend, die beiden wirken zufrieden mit dem heutigen Tag. Nichts geschossen ist auch gejagt. Also, ja. Der Abend war schön. Dann hat der Jäger nichts geschossen, sondern doch die frische Luft genossen. So sieht's aus. Fazit: Das von Lina und Rollo erlegte Wild hatte ein schönes Leben in Freiheit. Im Gegensatz zu den meisten Tieren aus kommerzieller Haltung. Dennoch töten sie und werden dafür scharf kritisiert. Beide Seiten haben gute Argumente. Die Diskussion ums Jagen ein Dilemma.